Einen wunderschönen Sonntag, hallo und herzlich willkommen aus unserem KRONE WM-Studio, das wir bis 18. Dezember täglich besetzen werden, um Sie natürlich auch immer auf dem Laufenden zu halten. Wir wissen ganz genau, im Vorfeld gab es viel Kritik, viel Skepsis rund um die Vergabe und auch die Bedingungen, die Gastarbeiter teilweise aushalten mussten. Und zuletzt gab es auch noch Aufreger aufgrund homophober Aussagen eines WM-Botschafters und weil Frauen tatsächlich dort im arabischen Raum kaum Rechte besitzen. Allerdings soll es natürlich in den nächsten Tagen rein ums Sportliche gehen. 32 Teams werden in 8 Gruppen antreten, um sich diesen Weltmeistertitel auszumachen. Wir von KRONE TV haben natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut, um Experten an Land zu ziehen, die uns regelmäßig zur Verfügung stehen. Peter Stöger und Michi Konsel sind hier die Aushängeschilder, aber auch unter anderem Alexander Grünwald wird hier bei uns Platz nehmen. Peter Stöger war vor einigen Tagen mit Michi Falli noch beim Star Revival in Nauders in Imst in Tirol unterwegs beim legendären Hallenturnier und hat ihn dort schon interviewt und befragt, was er eigentlich von der Weltmeisterschaft in Katar hält. Und da ist er schon, der Mann, der ab sofort in unserer WM-Analyse Startformation den Spielmacher geben wird. Servus, Peter Stöger. Servus. Fühlst du dich einigermaßen getroffen mit dieser Rolle? Legst du es analysetechnisch auch spielmacherisch an? Weiß ich nicht. Spielmacher ist schon... Gibt's ja mittlerweile kaum mehr. Ne? Das ist meine Generation. Also in dem Fall ist es, nachdem es eine Generationengeschichte ist, passt vielleicht zu meiner Generation Spielmacher auch noch. Ja. Ja, ich glaube. Es gibt ja durchaus, wie sagt man, fähige Abnehmer bei uns im Team. Also du wirst das ja auch mit dem Michi Konsel zu tun bekommen. Liebe Grüße übrigens, der dann zugeschaltet sein wird im Studio und auch mit ein paar, die du unter deinen Fittichen gehabt hast. Ja. Unter anderem Alex Grünwald, das wird schon eine spannende Kombination. Nein, wird lustig, mal schauen, was er alles gelernt hat. Also, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Übrigens, das dürfen wir auch erwähnen, in Kooperation mit Interwetten geht das vonstatten. Vielen Dank auch dafür. Jetzt darf ich auch noch mit offenen Karten spielen. Wir zeichnen ja hier noch am Rahmen des Bruno Petzer Legendenturniers auf. Peter, wie sehr versetzt dich diese Veranstaltung überhaupt in WM-Stimmung? Oder wirkt die eher abschreckend auf dich und deine Fußballlust? Nein. Also das ist ja, das ist wie Klassentreffen. Das muss man echt sagen. Also es ist schön. Es war jetzt dann ja logischerweise einige Jahre schwer zu organisieren und das ist jetzt wieder so ein Revival und freue ich mich auf meine österreichischen Jungs, die man dann halt da wieder trifft und auch die Kollegen aus dem Ausland. Also das ist schon immer sehr nett, muss ich sagen. Also das macht dann schon Spaß und ist eigentlich ein idealer Zeitpunkt. Wie ist es überhaupt um deine WM-Stimmung bestellt? Also wir wissen ja, das ist wahrscheinlich die meist kritisierte oder in Frage gestellte Großveranstaltung in der Fußballgeschichte. Dazu ist der Zeitpunkt ungewöhnlich. Dazu gibt es eine extrem lange Saison, die sie bis jetzt schon war und sie geht mehr oder weniger unmittelbar nach der WM weiter. Das zeitigt natürlich auch gewisse Effekte innerhalb der Mannschaftskader. Wie zwielichtig beäugst du diese Veranstaltung? Ja, ich kann natürlich ein paar Diskussionen nachvollziehen oder sonst irgendetwas. Ich finde, der Zeitpunkt ist überhaupt nicht passend. Also zwei Wochen davor das Thema aufzumachen, das man seit Jahren im Grunde mehr oder weniger andiskutieren hätte können, da schlage ich nicht mit ein. Das muss ich ganz einfach sagen. Ich bin in dem Bereich auch Sportler und ich freue mich, da spielen die besten Kicker der ganzen Welt, die kommen zusammen. Und deswegen werde ich auch alles schauen. Also ich freue mich drauf, dass ich das wieder sehen kann. Ich freue mich drauf, vielleicht sieht man was Neues. Man sagt ja immer, es gibt dann neue Trends. Selten sehe ich die, manche erkennen sie. Aber Feinentwicklungen, ja, klar, die sieht man. Deswegen ich freue mich. Und ja, also das, worüber ich jetzt als Sportler am meisten diskutieren würde, ist, dass wenn eine WM vergeben wird, wo man weiß, dass es wahnsinnig heiß ist im Sommer, dass man da dann halt zwei Jahre später draufkommt und sagt, wir sollten im Winter spielen, weil es ziemlich warm dort ist. Also das ist das, was mich ein bisschen beunruhigt in Wahrheit vom Gedankengang. Die unvorhersehbare Naturkatastrophe, genau, die man nicht genau planen kann. Also das ist schon schwierig. Und sonst der Zeitpunkt noch einmal, das ist für die Europäer logischerweise total untypisch, nicht? Weil es am Ende des Jahres ist und mitten der Saison. Es gibt aber auch Länder, die spielen Jahresmeisterschaften, die haben permanent ihre Weltmeisterschaften auch dazwischen gehabt. Nicht? Also wir als Europäer, die quasi der größte Bereich des
qualitativ hochwertigen Fußballs, wenn wir es so für uns in Anspruch nehmen wollen. Die diskutieren das jetzt an, was andere Nationen permanent haben, dass sie während der Saison quasi einen Break haben und eine Meisterschaft, eine Weltmeisterschaft spielen. Okay, wir werden gleich noch zurückkommen auf die aktuelle WM. Ich muss allerdings, wenn ich Peter Stöger da sitzen habe und mit ihm über das Phänomen WM spreche, natürlich eine kleine Zeitreise machen in das Jahr 1998. Okay. Weil Peter Stöger natürlich, Sie wissen es, nehme ich einmal an, Teil der bisher letzten österreichischen WM-Mannschaft war. Und diese Zeit, Peter, wie abgespeichert hat. Und wenn ich da gleich eine These hinschmeißen darf, was heißt denn nach dieser überragenden Qualifikation, die wir, also wenn es gut läuft, dann nehmen wir Journalisten das ja gerne auf unsere Kappe, also die Österreich damals gespielt hat, war die Performance bei der Endrunde an sich vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen? Ja, sagen war so. Enttäuschend. Muss man, also wir haben uns zumindest viel mehr erwartet, das muss man ganz einfach so sagen. Das war, ich glaube, wir haben damals eine Mannschaft gehabt, die sich zu Recht qualifiziert hat. Wir waren anders strukturiert, als wir unsere jetzige Nationalmannschaft haben oder vielleicht mehrere Nationalmannschaften mittlerweile sind. Wir waren, wenn man so will, im besten Alter oder so. Es waren lauter gestandene Spieler oder sehr, sehr viele gestandene Spieler, die die Erfahrung gehabt haben. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und im Turnier selbst haben wir sicher nicht das abgerufen, was wir uns vorgestellt haben. Also, da brauchst du auch dann nicht diskutieren darüber, dass Chile, Kamerun, das waren Spiele, die wir anders gestalten hätten können. Da haben wir wenigstens einen Punkt gemacht und unser bestes Spiel war eigentlich gegen Italien, das haben wir halt dann verloren. Da hätten wir mehr mitnehmen müssen, dass wir weiterkommen. Es war ein großer Erfolg und dann sehr ernüchternd. Wobei der Herbert Prohaska, und jetzt muss ich den Michi Konsl noch einmal virtuell ins Boot holen, ja gerne launigerweise sagt, naja, wenn der Konsl seinen Kasten dreimal sauber gehalten hätte, dann hätten wir dreimal 1-0 gewonnen. Ja, das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Ja. Für den Schlussrechnen. Da wird sich der Konsi drüber gefreien. Ja. Er kann das richtig einordnen. Liebe Grüße noch einmal. Dir wurde ja damals in dieser Mannschaft gerne die Rolle des Jolly Jokers zugeschoben, mag ich sagen. Du bist dann, glaube ich, auch bei der Feier, als die WM qualifiziert war, mit dieser lustigen Joker-Kasperl-Mütze aufgetreten. Wie wohl hast du dich in diese Rolle gefühlt? Ja, gar nicht. Auf den Punkt gebracht. Ja, gar nicht. Also, es ist so wie jeder Spieler. Ich glaube, ich wollte ja immer von Beginn an spielen, weil ich auch eine ordentliche Trefferquote gehabt habe, vor allem auch in den Spielen, dann, wenn ich reingekommen bin. Und deswegen habe ich dann natürlich in irgendeiner Form auch in späterer Folge, wenn du selber Trainer bist, das ist ein bisschen anders bewertet, also okay, wenn du jemanden hast in einer Nationalmannschaft oder in einer sehr guten Mannschaft, wo du weißt, der kann dann auch mehr Spiel bewegen, kann was reinbringen, dass du den mal draußen lässt, wenn du ein gutes Team hast, ist dann auch irgendwo nachvollziehbar, aber zufrieden war ich damit natürlich nicht, weil du willst immer von Start weg spielen oder so für die Nationalmannschaft. Alles klar, dann machen wir einen Schlussstrich unter das Thema Vergangenheit und den Wechselpass zurück in die Gegenwart und versuchen ein paar prominente Kader von teilnehmenden Mannschaften aufzudröseln und wollen da beginnen mit unserem Lieblingsnachbarn Deutschland und der Frage, ob es genau dort eine Stürmerkrise gibt, bitte. Ja, Stürmerkrise weiß ich jetzt nicht, so würde ich das nicht einordnen. Sie sind sicher nicht so prominent und auch nicht so breit aufgestellt, wie es die Franzosen zum Beispiel sind in dem Fall oder auch andere Nationen. Mal sehen, wie es Hansi Flick dann auch wirklich anlegen wird, wie er es hinkriegen wird. Weil wenn die, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken habe bei den Deutschen. Sie waren wirklich immer richtig erfolgreich, wenn sie einen gehabt haben, der im Turnier auch wirklich gut getroffen hat, also einen klassischen Stürmer. Mal schauen, der ist aber dann das eine oder andere Mal auch erst während einem großen Turnier quasi geboren oder hat sich so entwickelt, wo man es bei den Deutschen früher auch nicht immer so angenommen hat. Deswegen, ich halte die deutsche Nationalmannschaft für spannend, auch in der Zusammensetzung. Ich glaube, dass sich Hansi Flick auch, wie soll ich sagen, jetzt was gedacht hat von der Struktur, wie er sie zusammengestellt hat, bei ein paar Spielern, die nicht dann dabei sind, wo ich mir gedacht habe, okay, die könnten es vielleicht auch von der Qualität her oder wie sie es performen momentan auch dabei sein. Und, hat andere dazugenommen. Also ich glaube, er wird es ein bisschen machen über den Teamspirit,
was vielleicht nicht der ganz falsche Ansatz ist. Wir kommen gleich noch einmal auf Deutschland zurück. Ich schlage aber vor, wir richten um noch einmal auf die Stürmerkrise oder auf das Thema Stürmer an sich zu sprechen zu kommen, den Fokus kurz auf Frankreich und den Umstand, dass der von dir, glaube ich, durchaus geschätzte Kollege Giroud sehr wohl im französischen WM-Kader steht und womöglich der älteste französische WM-Teilnehmer der bisherigen Geschichte wird. Wie sehr überrascht dich das vor dem Hintergrund, dass Giroud, das ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis, nicht unbedingt den modernen Stürmer verkörpert? Ja, also für mich wäre es vollkommen absurd gewesen, wenn er nicht dabei gewesen war, weil er für die Nationalmannschaft in Frankreich immer wichtig war. Die haben einen Titel gewonnen, wo Giroud kein Tor geschossen hat. Aber rundherum hat es Räume gegeben, weil er Innenverteidiger binden kann wie kaum ein anderer. Und du kannst ihn auch nicht frei stehen lassen, alles was Richtung 16 Meter geht. In den Bereich rein ist er ganz einfach unglaublich schwer zu verteidigen. Und ich finde das, also für mich ist es total schlüssig. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht im Laufe dieses Herbstes, dass Giroud da nicht dabei sein könnte. Selbst wenn er nicht so performt hat, wie er momentan auch wirklich unterwegs ist, weil er eine andere Qualität in die Mannschaft reinbringt, die mittlerweile nicht mehr so viele Top-Stürmer haben, weil auf das sehr weniger Wert gelegt wird als sonst irgendwas. Aber ich glaube, wenn du eine gute, ausgewogene Mannschaft haben willst, dann brauchst du eben einen spielenden Stürmer mit technischen Qualitäten. Du brauchst dann die Jungs natürlich, die Tempo haben, aber du brauchst auch so einen Bullen oder so einen Ochsen da drinnen, der wirklich permanent mit der körperlichen Arbeit viel Gefahr sorgen kann. Also finde ich vollkommen schlüssig und ich glaube, dass der auch zu seinen Einsätzen kommen wird und dass der wieder seine Tore machen wird. Bereits vor dieser Werbepause haben wir gehört, was Peter Stöger von dieser Weltmeisterschaft hält. Wir wollen auch unseren zweiten konstanten Experten natürlich befragen, wie er zu dieser Weltmeisterschaft steht und schalten nach Bad Hofgastein zu Michi Konzl. Servus Michi. Hallo, servus. Grüß dich. Du bist ab nächster Woche natürlich wieder physisch anwesend, aktuell noch im Salzburger Land unterwegs. Wir wissen ganz genau, diese Weltmeisterschaft bringt im Vorfeld viel Kritik mit, viel Zündstoff. Grundsätzlich, wie geht's dir kurz vor Start? Ja, natürlich. Sind da ein bisschen gemischte Gefühle dabei, aber in Wahrheit geht es jetzt los und wir sollten uns auf das Sportliche konzentrieren. Dann meine ich jetzt auch die Spieler, die haben da sehr wenig Einfluss. Die müssen ihre Leistung abrufen. Die wollen natürlich bei einer Weltmeisterschaft ihr Bestes geben. Sie wollen wirklich Weltmeister werden. Und für viele ist das auch die letzte Chance, die letzte Möglichkeit. Und deswegen volle Konzentration auf diese Weltmeisterschaft, die unter natürlich ganz besonderen Voraussetzungen stattfindet. Aber ich freue mich, es geht um Sport und es geht endlich los. Und wir werden tolle Spiele erleben. Die Spieler sind alle in Saft. Das ist vielleicht in den vergangenen Weltmeisterschaften nicht so der Fall. Es ist nach einer sehr anstrengenden und kräftigen Meisterschaft immer der Fall gewesen. Und jetzt sollte eigentlich jeder, bis auf die Verletzten, voll in Schuss und in Saft sein. Und deswegen glaube ich und wünsche mir, dass wir eine sehr tolle Weltmeisterschaft sehen vom Sportlichen her. Wie immer sind natürlich 32 Teams am Start, die in 8 Gruppen untergebracht sind. Hast du dir schon überlegt, wer für dich der Top-Favorit ist oder wird es wieder ein breites Pool von vielen Mannschaften sein? Naja, es ist schon so ein kleiner Favorit für dich. Zuerst muss ich noch sagen, normalerweise, wir drücken den Österreichern die Daumen, ich den Italienern, die sind beide leider diesmal nicht dabei. Und jetzt geht es darum, einen zu finden. Ich habe immer schnell gefunden, eine Mannschaft oder ein Land, den ich die Daumen drücke. Das ist Brasilien, weil ich mit sehr vielen Brasilianern in Rom zusammengespielt habe und auch sehr viele Freunde. Und deswegen ist es so mein sentimentaler Favorit. Ich glaube, dass diesmal Argentinien ein sehr heißer Kandidat ist. Und sie haben die Copa America gewonnen, haben auch Brasilien geschlagen im Finale. Ich habe sie mehrmals spielen gesehen und ein Messi, der Spielfreude hat in dieser Mannschaft. Die werden sicher aus meiner Sicht ganz vorne mitmischen. Es wird auch wieder mal Zeit für einen südamerikanischen Sieg, der doch schon 20 Jahre zurückliegt, wo Brasilien in Südkorea und Japan triumphieren konnte. Gibt es auch für dich eine Mannschaft, die vielleicht im Vorfeld schon aufgrund der Konstellation überraschen könnte? So ein richtiger Underdog, der vielleicht bis ins Viertelfinale durchmarschiert? So ein Underdog sehe ich jetzt nicht wirklich. Wie gesagt, es sind ein bisschen andere Voraussetzungen. Es ist ein anderes Klima, obwohl
Ja, leider Gottes muss man das auch runterkühlen, die Stadien, so wie es ausschaut. Und ja, es ist immer so eine Frage bei Turnieren. Da gibt es Spezialisten, so wie in Deutschland, die immer bei so Turnieren einfach über sich hinauswachsen können. Sehe ich jetzt nicht ganz vorne, aber wie gesagt, Turnier hat immer ganz eigene Gesetze. So richtig Außenseiter sind für mich sind die Erfahrung haben bei so Meisterschaften, schon bei den Favoriten dabei. Es wird Frankreich, Belgien, also die man eh schon immer mit auf dem Zettel gehabt hat, glaube ich, werden auch diesmal ganz vorne dabei sein. Außenseiter vielleicht Uruguay, aber ja, das ist so weit hergeholt. Aber möglich ist natürlich sehr viel. Im Fußball kann es sehr schnell gehen. Man sieht das immer wieder, man sieht es in der Champions League, Euroleague. Es gibt Überraschungen, es gibt bei der Weltmeisterschaft Überraschungen. Und ja, das ist aber das Spannende und davon lebt auch der Fußball. Überraschen können hätte, oder überraschend hätte auch Sadio Mané mit seinen Senegalesen abschneiden können. Ich sage mal, durch den Ausfall des Rekordtorschützen werden die Ziele vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt werden. Wie bitter ist der Ausfall nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für das Nationalteam? Er ist in der Gruppe mit Katar, Ecuador und den Niederlanden. Siehst du die Aufstiegschance noch realistisch oder ist sie jetzt ein bisschen nach unten geschraubt worden? Naja, so ein Spieler fehlt natürlich schon enorm. Ja, es kann natürlich auch nicht erst recht Situationen entstehen, dann haben sie auch gute Chancen. Also die Gruppe ist nicht so, dass man da nicht mitmischen kann. Und es ist nur schade, dass man solche Spieler dann letztendlich, ist ja nicht der einzige Verletzte, aber das gehört halt leider auch dazu, dass Spieler ausfallen, dass es Verletzte gibt, dass es gibt Spieler, die gerade nur bei der Weltmeisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft über sich hinauswachsen und dann die großen Helden sind und dann wieder verschwinden. Hat es alles schon gegeben. Aber diesmal tut es mir leid für den Mané. Das ist einer, den ich auch sehr gerne sehe. Wird der Mannschaft sicherlich fehlen. Und ich sehe es ähnlich wie viele andere Experten, dass natürlich so ein Spiel in so einer Mannschaft fast nicht zu ersetzen ist. Ein anderer Star sorgt im Alter von 37 Jahren aktuell auch für Schlagzeilen. Cristiano Ronaldo, der bei seinem englischen Club Manchester United so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, nachdem er vor wenigen Wochen das Spielfeld verlassen hat, obwohl ein Wechsel noch möglich gewesen wäre. Also da hängt der Haussegen zwischen ihm und Erik ten Hag schon mal schief. Jetzt hat er auch gegen sämtliche Wegbegleiter noch mal ausgeteilt. Ralf Rangnick ist einer davon, aber auch sein ehemaliger Mitspieler Wayne Rooney. Was sagst du zum Zeitpunkt des Interviews, beziehungsweise inwiefern könnte sich das auch auf die Leistung des portugiesischen Nationalteams positiv oder negativ auswirken? Ich glaube mal, dass es sich gar nicht auswirken wird. Das ist, die Mannschaft hat Ziele, die Mannschaft will was erreichen. Mit Ronaldo natürlich, der sich auch wieder sehr viel vornimmt. Er ist klarerweise frustriert. Es ist alles nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und er ist einfach ein erfolgshungriger Spieler, der auf Top-Level jahrelang schon spielt. Und er verlangt von sich auch immer das Allerbeste. Und wenn es dann rundherum nicht passt, er sucht natürlich auch nach Schuldigen. Er will sich da nicht als Sündenbock hinstellen lassen. Und das sind aber jetzt zwei Paar Schuhe. Ich glaube, er kann das alles trennen und auch wird es die Mannschaft nicht belasten. Da gibt es einfach dieses Ziel, so weit wie möglich zu kommen. Und da wird, glaube ich, schon alles hinten angestellt. Ja. Das wird natürlich alles sehr, sehr aufgebauscht, natürlich im Vorfeld. Ich glaube, wir werden noch viele Dinge erleben in der Zeit der Weltmeisterschaft. Und es gibt die Stars, die dann zu diesem Zeitpunkt da sind. Ronaldo ist meistens einer, der am Punkt genau da sein kann. Die Qualität hat er und ich glaube, wir können uns auf die Portugiesen auch freuen und vor allem auf diese Superstars, jetzt nicht nur Ronaldo, sondern Messi, Mbappé. Also es gibt ja da De Bruyne, also es sind ja wahnsinnig viele Superstars zu sehen und das steht für mich jetzt absolut im Vordergrund. Österreichs letzte WM-Teilnahme liegt schon 24 Jahre zurück, aber du warst mittendrin statt nur dabei in Frankreich. Welche Erinnerungen hast du vielleicht noch daran und wie ehrlich war der Fußball damals noch im Gegensatz zu heute?
Ja, ich muss ehrlich sagen, es war ein unfassbares Erlebnis. Ich durfte zweimal bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Dass ich jetzt da noch immer einer der letzte Nationaltorhüter bin von Österreich, der bei einer WM war, ist eigentlich traurig. Aber mich macht es natürlich stolz, dass ich bei zwei Weltmeisterschaften dabei war. Es ist unvergesslich. Es ist, hat ein ganz eigenes Flair. Du spielst gegen absolute Weltklasse-Spieler. Es ist alles top organisiert, vorbereitet. Du kannst dich wirklich auf deine Leistung konzentrieren. Und es ist immer, man hat natürlich Wehwehchen, Verletzungen und dann versucht man am Punkt genau einfach da zu sein und fit zu sein. Und das ist die schwierige Situation. Ich glaube, das ist ehrlicher oder nicht ehrlicher, für uns Fußballer, also bei mir war es so, man ist fokussiert auf das Sportliche, man ist fokussiert, dass man am Platz einfach alles abrufen kann. Man muss einfach diese Dinge rundherum abschalten und auch wenn man es weiß, wenn es dann geht darum, sich vorzubereiten, in der Kabine vorher, vielleicht am Tag davor, geht es nur mehr darum, wie kann ich meine beste Leistung abrufen. Man muss alles andere muss man beiseite schieben, sonst hast du als Sportler, als Spitzensportler, Profi keine Chance, Leistung zu bringen. Dass vieles sich verändert hat, mag sein, aber bei mir war es immer so, dass der Tunnelblick dann einfach da war. Es hat immer schon so zwielichtige Geschichten gegeben rund um den Fußball. Das ist traurig. Die Entwicklung ist natürlich katastrophal. Aber wie gesagt, als Sportler musst du das einfach beiseite schieben können, weil sonst wirst du die Leistung nicht abrufen können. Und letztendlich, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann geht es darum, dass du gewinnst oder verlierst. Und da wird auch keine Rücksicht genommen auf die äußeren Einflüsse, Umstände, ob es da gut geht, ob es da schlecht geht. Also es ist ziemlich brutal, aber das ist das Geschäft einfach. Michi, zunächst mal besten Dank für deine erste Einschätzung, was diese Weltmeisterschaft in Katar betrifft. Gute Heimreise aus Bad Hofgastein und wir sehen uns dann natürlich wieder hier im KRONE WM-Studio. Danke, ciao. Also, das war der erste Einblick in Michi Konsels Gedanken. Wer könnte eine Favoritenrolle einnehmen bei dieser Weltmeisterschaft? Wer könnte überraschen? Und welche Erinnerungen hat er persönlich noch an das Jahr 1998? Und wir wollen Sie jetzt natürlich auch noch grafisch mitnehmen und darauf einstimmen, was Sie in Kürze auch erwarten wird. Das Auftaktduell zwischen Katar und Ecuador mit Spielbeginn um 17 Uhr. Und darauf folgend am Montag gleich ein Dreierpack. Und auch den wollen wir Ihnen natürlich auch noch mal schmackhaft machen. Hier wird nämlich die Gruppe A auch das zweite Gruppenspiel bestreiten. Die Niederlande hat hier den ersten Einsatz gegen Senegal. Das Ganze erst ab 17 Uhr. Den Beginn machen nämlich die Briten gegen den Iran und das Abendspiel ist dann USA gegen Wales. Es ist somit alles angerichtet. Wir hoffen natürlich im Interesse aller Sportbegeisterten, dass das Sportliche im Vordergrund steht und am morgigen Montag werden wir Sie natürlich wieder live um 16:30 Uhr hier begrüßen. Schönen Abend noch.